So, Wunderbärchen. Dann läuft jetzt die Aufnahme, hoffe ich, schätze ich, könnte sein. Hier mein neues Let's Play zu Spore. Und wir fangen auch gleich an, indem wir eine neue Welt erstellen. Wir wählen am besten jetzt schon mal die erste Phase. Wir fangen gleich von vorne an. Wir fangen mit der Zellenphase an. Meine Ernährung. Pflanzenfresser fressen Pflanzen. Fleischfresser fressen Fleisch. Wir werden zu Anfang Pflanzenfresser. Wähle Thema, kein Thema. Kein Thema. Schwierigkeitsgrad, normal. Wie heißen wir? Franzoide. Wir sind ja erst noch eine kleine Spezies. Wunderbar. Jetzt hier das Intro. Willkommen im Gezeitentempel. Jede deiner Entscheidungen bei Spore beeinflusst deine Zukunft. Als Zelle musst du fressen, wachsen und dich weiterentwickeln. Das Wachstum wird unten in der Fortschrittsanzeige angezeigt. Das ist deine Fortschrittsanzeige. Wenn du frisst, sammelst du DNA-Punkte. Diese kannst du in neue Teile investieren, um deine Zelle weiterzuentwickeln. Fortschritt führt zu Wachstum und deine Welt wird größer. Jo, wir sind ja noch Pflanzenfresser. Ja, genau, wir sind Pflanzenfresser. Deswegen müssen wir diese grünen Teilchen hier fressen, um unsere DNA-Leiste da unten aufzufüllen. Ups. Gucken, können wir das schon? Nein, da können wir noch nicht Putten machen. Das sieht aber cool aus. Da ist auch schon unser erster Freund, Geselle, Typi. Auch ein Pflanzenfresser. Sieht man den Dingern vorne? Da vorne sehen wir hier einen Fleischfresser, der frisst uns, wenn wir nicht aufpassen. Wir müssen bis dahin immer weiter hier schön die kleinen Pflanzenteilchen auffuttern. Andere Zellen und Meteoritensplitter sind der Schlüssel zu den neuen Teilen. Bla. Wenn das neue Teil erscheint, schwimmen wir den Token, um es einzusammeln. Okay. Oh mein Gott, ein Token. Stachel, Angriff und Zerstörung. Cool. Boah, fettes Ding. So, jetzt sind wir schon ziemlich groß. Würde ich mich gerne fortpflanzen hier, bevor uns die ganzen anderen Pflanzenfresser uns die Pflanzen wegfressen. Nämlich ziemlich unpraktisch. Nein, 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 nein. Wir wollen noch einen. Was soll denn das? So, dann legt jetzt das Männchen das Ei. Das ist nämlich ganz normal. Das haben wir aus dem Biounterricht gelernt. So. Jetzt zu einem der tollsten Teile in Spore. Man kann alles, aber auch wirklich alles verändern an seiner Zelle. Zum Beispiel können wir jetzt hier die Augen verkaufen, dann sind wir blind, dann kaufen wir uns neue Augen und setzen die dahin, wo wir Lust dazu haben, das dahin zu setzen. Steht ganz nach da vorne. Dann kaufen wir uns, ups, einen Kiefer. Den lassen wir ganz nach vorne. Und den Filtermund kaufen wir uns immer noch und setzen den an die Seiten. So, genau. Dann können wir jetzt nämlich Pflanzen und Fleischfresser fressen. Und Pflanzen und andere Zellen fressen.
Was uns einen enormen Vorteil verschafft. Weil wir einfach viel, viel schneller vorwärts kommen. Als die anderen. Ups, was soll denn das? Meine Zelle soll dünner werden. Obwohl, nee, da muss dicker. Da vorne kann ja dünner werden. Nur da vorne. Ach, was soll's. Die Bodenstange ist ja auch erstmal ziemlich egal. Franzoiden. Wir haben uns ja noch nicht wirklich viel verändert. Beschreibung. Nee, noch keine Beschreibung. So, und dann schlüpft unsere neue Gattung aus der Zelle, aus dem Ei. Und wir können jetzt Fleisch fressen, wir können Pflanzen fressen, wir können vor bösen, bösen Stachelviechern wegrennen. Wir können von den bösen, bösen Stachelviechern getroffen werden. Und die Pflanzenviecher fressen. Ja, bleib stehen. Aua. Also, aha, also Stress mit mir. So funktioniert das. Der Rüssel frisst den kleineren. Boah, das Ding ist geil. Dafür müsste ich ihn jetzt eigentlich töten, um das Ding zu bekommen. Ja, das mache ich doch glatt mal. Bumm. Jetzt haben wir ihn nämlich getötet und bekommen den Token dafür. Bei der nächsten Evolution bauen wir auch gleich diese Düse da an. Die sind nämlich übelst cool, wie ich finde. Na, bist du das gefressen? Was habt ihr zu bieten, hä? Nix. Dann verzieht euch. Hier können wir uns dran Sachen fressen. Einmal so im Kreis. Mann. Ja, komm her. Ja, nee, bleib hier. Boah, wie das Ding abgeht. Braucht doch keine Angst vor mir zu haben. Warum sind die alle so schnell? Wir brauchen etwas mehr Tempo, sonst rasen uns die ganzen Viecher nämlich weg. So, und dann gehen wir in die nächste Stufe der Franzoiden. Zu teuer. Cool. Wie haben wir denn? 15. Wie viel bringt uns das? 15. Also, wer sagt's denn? Sollen hier zu teuer sein? Boah, ja. Das ist doch mal ein riesiges Vieh hier. Wie schön. Riesige. Ja, nie. Ach, jetzt wäre es einfach dahin, den wir richtig gehen, humanoid aus. Genau. Ups. Ja. Oh ja, jetzt sind wir doch gleich viel schneller. Endlich zackig. Diese Pflanzenzellen, das sind auch super. Ups, das ist ja unser Partner. Jetzt fressen wir schon den anderen Pflanzenfressern hier die Pflanzen weg. Na, komm her, Kleiner. Bleib stehen. Kommst du eh nicht. Oh, der Kleine ist ja süß, da. Oh, oh mein Gott. Was geht mit dem ab? Kann ich ja nicht mehr anknabbern, der Typ. Ah! Wir wurden gerade ausgesaugt. Flupp und weg waren wir. Das macht aber nichts, denn unsere Partnerin sorgt ja hier locker flockig für neuen Nachwuchs. Wow, das Vieh geht ab. Ja, apropos locker flockig, vielleicht sollten wir locker flockig von dem Vieh da abhauen. Das ist unschön. Da kommt ja schon das nächste davon. Wenn sich das Vieh umdreht, sind wir tot.
Nein, wir werden zerquetscht. Oh, jetzt haben wir eine Saugrüssel gekriegt. Und unsere Partnerin beschützt. Jetzt hätte ich nämlich draufgegangen. Ah! Komm, gib Gas! Ah! Huhu. So viel dazu. Ah, dann verwandeln wir uns doch glatt mal wieder. Wir müssen diesen neuen Saugrüssel einbauen. Ups. Auf dem Weg dahin erstmal hier. Die Flora und Fauna auffuttern. Ups, wo ist sie denn? Ja, da ist sie doch. Warum ist die eigentlich größer als wir? Ja, dann lege ich wieder das Ei hier. Saugrüssel. Zu teuer. Aber wir brauchen ja das jetzt nicht mehr. Das ist nämlich ein Allesfresser-Werkzeug, diese Saugrüssel. Aha, wunderschön. Und das Ding ganz groß. Hier ein bisschen enger, da ein bisschen größer. Düsen würde ich mir gerne auch noch ein paar kaufen, aber kann ich mir nicht leisten. Boah, ich habe noch zwei Flanellen ein für extra Tempo. So, jetzt haben wir unsere kleine pummelige Zelle. Jetzt können wir auch eigentlich schon die mächtigsten aller Viecher aussaugen hier. Flupp. Da saugen wir doch einfach mal das Vieh aus. Das kann uns nämlich gar nichts mehr. Da! Ich hab wieder den Rüssel wieder hinsteckt hier. Ups, das Vieh ist doch tot. Was wird denn das hier? Ja, ja, Rache! Oh, oh, oh. So ein Insektoid. Ein Blitzoid. Jetzt haben wir auch einen Stromschläger-Austeiler. Ja, wir werden alles aussaugen. Wie sie alle in Angst vor uns erzittern. Das ist übrigens die frühe Form der Zecke, was wir hier gebaut haben. Die... Ja, sieht wirklich aus wie eine Zecke. Oh, das Vieh sieht doch ein bisschen böse aus. Upsa. Nein! Ja, die machen Teamplay, das ist ja unfair hier. Macht nichts. Einer gegen alle. Ach Mensch, macht wahrscheinlich doch was. So, was ist das denn da? Ei, eine Zili, was auch immer das sein soll. Ein Kugelfisch, ein Kugelfisch. Aua. Okay, Selbstmord gefährdet. Hm. Hier, fressen wir doch einfach mal dieses Paar hier auf. Ach, die haben... Ah, die haben Stacheln an der Seite. Wie böse ist das denn? Die haben Stacheln vorne. Ah, hutsch. Ey, das ist ein Meteoritenteil. Komplettist, schalte alle Teile der Zellenphase frei. Ja, wie es sich für das Let's Play gehört, ne? Ich mach alles für euch. Flupp. 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 Ja, euch Augen. Na komm, gib Gas, gib Gas, die holst du ein. Oh, die Vieh hier sind böse.